Hi, ich bin Annelie, ich bin spirituelle Lehrerin und meine Aufgabe auf Erden besteht darin, dir zu helfen, dass du glücklich sein kannst. Und das kannst du nicht, wenn du voll bist mit Verfluchungen und Voodoo, die in Bezug auf deine Liebesbeziehungen und deine Partnerschaften immer wieder blockieren und du deswegen einfach nicht in dein Glück kommst. Das ist ein Baustein. Es gibt natürlich noch viele andere Bausteine, dass du vielleicht die Ehe deiner Eltern nachspielst oder in anderen Inkarnationen Probleme hattest mit Partnerschaften und Karma. Das wäre ein anderes Video. Heute geht es darum, dass wir diese Voodoo-Frequenzen und die Liebesverfluchungen löschen. Und das machen wir jetzt für dich. Du gehst am besten in den leichten Alpha-Zustand, denn da kann die Lichtwelt am besten für dich arbeiten. Du schließt deine Augen. So, jetzt gehen wir erstmal mit der Aufmerksamkeit in dein Herz, denn darum geht es ja. Du fühlst dein wunderschönes Herz, die Frequenz der Liebe, mit der du dich selbst lieben kannst, aber auch deinen Partner liebst. Wir rufen jetzt deine Geistführer, deine Geistheiler in dein Energiefeld. Wir bauen um dich herum ein Schutzfeld auf. Das mache ich immer mit den Engeln. Michael, Uriel, Gabriel und Raphael beginnen das Energiefeld in dem Raum, in dem du dich befindest, anzuheben. Erzengel Metatron hält auch Einzug und ich bitte jetzt erstmal Erzengel Metatron, deinen Lichtkörper zu reinigen, alle dunklen Energien in deinem Energiefeld zu transformieren, alle Besetzungen, Astralseelen, alle Kodierungen, alle Implantate werden jetzt gelöscht. Ankuna Katai, Sunakatai, Anekutetana, Anekutetana. Du fühlst, wie um dich herum sich eine Art Lichtfeld aufbaut. Du gehst mit deiner Aufmerksamkeit jetzt in deine Füße. Du stellst dir vor, dass tiefe Wurzeln nach unten wachsen ins Energiefeld von Mutter Erde. Ich bitte jetzt auch Erzengel Metatron, dass er deine Chakren öffnet, deine sieben Hauptchakren und deine Mikrochakren im Körper und wir bitten darum, dass mehr Energie in dein Energiefeld einströmt. Ich bitte die Frequenz der aufgestiegenen Meister Einzug zu halten und deinen Energiekörper anzuheben. So, jetzt gehen wir in Raum und Zeit und oft wurden diese Liebesverfluchungen in anderen Zeiten gesetzt und wir beginnen jetzt. Im Namen von Jesus Christus befehle ich, alle Verfluchungen gegen dich aufzulösen, in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, auf allen Ebenen des Seins, im Multiuniversum, Ankutaitana Tsehei, Sunekutaitana Tsehei, Akasha Sutai, Anekutaitana. Wir entkoppeln dich von allen Menschen oder Wesen, die dich jemals in der Liebe verflucht haben. Löse alle Eide, Schwüre, Lehnseide, Blutseide, Bindungen und Bindeerfahrungen in Raum und Zeit. Anekutaitana Tsehei, Sunekutaitana Tsehei, Akasha Sutai. Und wir lösen jetzt einen Schock aus deinem System, der diese Verfluchungen kreiert hat. Und du beginnst mal deinen ganzen Körper anzuspannen. Wirklich von den Zehenspitzen bis nach oben, bis ganz an den Kopf krampfst du. Aller Schock! Alle Energieblockaden, die diese Verfluchungen ausgelöst haben, löse ich auf. Alle Reflexe, die du blockiert hast in diesem Leben, in anderen Inkarnationen, aufgrund dieser Verfluchungen löschen, löschen, löschen. Ankutaitana Tsehei, Sunekutaitana Tsehei, Akasha Sutai. Und du lässt jetzt gleich los mit einem Ton, und zwar jetzt. Ha! Die Energie fließt in deinem System. Alle Ebenen, in denen Rituale gegen dich gemacht worden sind, satanistische Rituale, löse ich ab in der Akasha-Krone mit Erzengel Metatron, in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen. Wir lösen es ab, denn es braucht dich in diesem Leben nicht mehr kodieren, es ist vorbei. Alle Frequenzen, in denen man Voodoo gegen dich gemacht hat, bitte ich jetzt im Namen von Jesus Christus, diese Voodoo-Puppen, aber auch verschiedene Voodoo-Ebenen zu lösen, die in Verbindung stehen damit, dass du keine glückliche Partnerschaft haben darfst. Und wir dekodieren jetzt allen Voodoo gegen dich in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten auf allen Ebenen, Seins im Multiuniversum. Jegliche Verträge, die du aus Liebe eingegangen bist, alle Primärverträge löschen. Ankuna Kutai, Sanakatai, Akasha Sutai, Anukutai, Anukutai, Anukutai. Wir bitten jetzt, die Frequenz von Erzengel Shamuel Einzug zu halten.
dein Energiefeld zu reinigen. Ich bitte darum, dass dein verwundetes Herz regeneriert wird. Ich möchte gerne einen MAP-Trichter aufbauen für dich. Ich verbinde dich mit deiner Seele, deiner Monade, Pan, große weiße Bruderschaft, Engel der Heilung. Und ich bitte darum, dass die Ebenen in deinem Aurafeld, in deinem Lichtkörper, sich öffnen und dass in den nächsten Tagen die Lichtwesen dich nachts begleiten, dein verwundetes Herz zu heilen. Es ist immer so, als du das Gefühl hattest, du tust und du bist irgendwie verflucht. Alles Mögliche, was du versuchst, funktioniert nicht mit Partnerschaften. Und das ist die Frequenz der Verfluchung. Ein Teil, die in Bezug auf Liebesbeziehungen dich blockieren könnte. Du kannst jetzt wieder zurückkommen in dein Wachbewusstsein. Ich bitte dich heute, dass du nochmal eine Salzdusche machst. Kauf dir einfach ganz normales, gewöhnliches Salz und Öl und mach so eine Mischung, die gut ist für deine Haut, nicht zu viel Salz, ja. Und dann reibst du unter der Dusche, wenn du duschst, auf die nasse Haut dieses Peeling ein, ganz sanft. Schön aufpassen, nicht an alle Stellen, an manchen Stellen tut's weh, aber grob über den Körper, auch über die Haare. Und danach wirst du fühlen, dass diese Frequenzen, diese Verfluchungen stärker aus deinem Aurafeld gehen und deinem Lichtkörper. Fühl dich ganz liebevoll umarmt und ich wünsche dir aus tiefstem Herzen pure Liebe und richtig Spaß in Partnerschaften. Bis ganz bald. Deine Annelie. Tschüss.